Zeit für euer Reading. Leute, ich hatte beim Vorschaffen den Song Man Enough for Me von Toni Braxton im Kopf. Und zwar nur den Zweizeiler. Sie singt am Anfang: Who do you think I am? Don't you know that he was my man? Okay. Es kann also sein, dass einige von euch irgendwie, weiß ich nicht, ihren Partner erwischt haben mit jemand anderem oder jemand eure restlichen Körperflüssigkeiten von eurer Person runterlecken wollte unbedingt, ja. Und ihr denkt euch so, okay, aber he wasn't mad enough for me. Also, es ist nicht wirklich ein Verlust für diejenigen, die damit resonieren. Und ihr wisst das eigentlich auch. Und jemand anders denkt, er hat den Ultrafang gemacht. Ja? Here and Now ist eure erste Fokuskarte. Heißt also, ich habe das Gefühl, dass viele von euch das aber schon tun. Ja? Sich aufs Hier und Jetzt zu fokussieren und gar nicht so großartig über die Vergangenheit nachdenken. Zukunft, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, dass einige von euch hier wirklich mit der Vergangenheit abschließen und gar nicht da großartig drüber nachdenken. Ja, während jemand anders denkt, ihr heult irgendwem oder irgendjemandem ewig hinterher. Und dann haben wir hier die Karte Storm Warning. Könnte also sein, dass hier irgendwie ein Konflikt auf euch zukommt oder dass jemand versucht, einen Konflikt zu schüren. Treasure Island auf der Rückseite des Decks, Leute, lasst euch nicht drauf ein. Ja, ich weiß, es ist ein ziemlich schweres, oder zumindest für mich, ja, als Feuerzeichen, ist es ein, wie heißt dieses Sprichwort? Der Klügere gibt nach, ja, und ich versuche immer nachzugeben, aber manchmal will ich das einfach nicht tun. Aber lasst euch nicht drauf ein, Leute, okay? Auf der, Leute. Who do you think I am? Okay, hier ist die Herrscherin auf der Rückseite des Decks und das ist Bomb-Ass Energy, weil das passt genau zu diesem Song. Ja, ihr sitzt in eurer Energie. Oh mein Gott! Guck mal, die Welt und dahinter die Sieben der Schwerter. Ja, ihr sitzt in eurer Energie und schließt einen Kreislauf, der vielleicht in irgendeiner Form mit Lug und Betrug zu tun hatte, ab. Wahnsinn. Okay, Leute. Das Rad des Schicksals. Mir ist gerade hier das runtergefallen und da ist das Rad des Schicksals. Ein neuer Zyklus. Ihr wisst, ihr habt es in der Hand und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ihr trauert altem Kram nicht mehr hinterher. Also lasst uns gucken, Leute. Team Stier. Oh, jetzt werde ich diese Leiden nicht los, ne? Who do you think I am? Don't you know that he was my man? Bube der Stäbe, erste Karte raus. Neun der Kelche. Das sind zu viele. Kommt da noch was? Ja, was ist es? Der Tod. Und die Königin der Kelche auf der Rückseite des Decks. Also Leute, hier. Bube der Stäbe, neun der Kelche. Und der Tod wartet, Leute. So rum liegt es bei mir, damit es für euch richtig rum ist, weil es ist spiegelverkehrt. Und ich sehe hier ganz klar, jemand hier transformiert. Jemand tut das, was für ihn selbst am besten ist. Ja, jemand lässt Loser Energy hinter sich. Jemand sieht, dass es da draußen auch Größeres und Besseres gibt. I fucking love it here, okay? Mit dieser Karte Königin der Kelche und dieser Fokuskarte Here and Now sehe ich, dass es nur noch mal bestätigt ist, ja? Weil ihr seht, die Königin der Kelche hat einen Fuß im Wasser, ihr Thron steht auf dem Land und sie hat einen Fuß auf dem Land, ja? Und Wasser ist immer Emotionen im Tarot. Die Erde, Erdenergie, logischerweise das Land, ja, und ihr seid quasi in Balance. Und um in Balance zu sein, muss man sich eigentlich genau das tun. Man muss sich im Hier und Jetzt befinden. Ja, Leute, die zu viel. Da sind die Bestätigungskrankenwagen-Sirenen, ja. Leute, die zu viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängen, die sind außer Balance, weil die haben Angst oder Sorge oder Trauer oder weiß ich nicht was. Die wenigsten Leute gucken in die Zukunft und denken sich, ja, die meisten Leute gucken in die Zukunft und haben Angst, ja. Und die wenigsten Leute gucken in die Vergangenheit und sagen, ja, die meisten Leute sind traurig. Entweder weil die Vergangenheit scheiße war oder weil die Vergangenheit besser war, als es jetzt ist. Und dann trauern sie eben dem Gefühl hinterher, okay? Also Leute, lasst uns gucken, was der Bube der Stäbe ist. Könnte ein jüngeres Feuerzeichen sein, wollte ich gerade sagen. Und hier haben wir die vier der Stäbe, die rausfallen. Und dann haben wir die vier der Kelche auf der Rückseite des Decks. Es kann also sein, dass einige von euch hier entweder mit jemandem zugange waren, ja, mit einem jüngeren Feuerzeichen, wo ihr gedacht habt, okay, das könnte was werden.
Oder aber, das ist schon wieder jetzt eure Energie nach dieser Enttäuschung hier. Ja, weil entweder habt ihr gedacht, es wird was und seid enttäuscht worden, oder aber ihr habt ja schon was Neues am Start und lasst die Enttäuschung hinter euch. Ja, was hier auch sein kann, ist, dass einige von euch sich so ein bisschen durchkämpfen. Ja, weil der Bube der Stäbe bringt einen Stab mit und die vier der Stäbe sind schon vier Stäbe. Zusammen würde das fünf der Stäbe ergeben. Und fünf der Stäbe ist auch immer etwas erreichen wollen. Ja, sich durchkämpfen. Versuchen, aus der Menge herauszustechen. Das tut ihr aber schon, weil in dem Song geht es nämlich genau darum, dass Toni Braxton quasi darüber singt, so nach dem Motto, Mädchen, was willst du eigentlich von mir? Ich hatte den schon, du kannst meine Leftovers haben. He was a man enough for me. Und ich ziehe weiter mäßig, ja. Neun der Kelche. Es erinnert mich auch so ein bisschen, Leute, denkt dran, ich gehe immer sehr vorsichtig mit den Begriffen um, weil ich mag nicht, wie das heute gehandhabt wird, ja. Heutzutage werden Begriffe benutzt für die Allgemeinheit, die aber nicht auf die Allgemeinheit zutreffen, ja. Diese Worte wie Narzissten, Anxiety und weiß ich nicht was, alle sagen, oh, ich habe Anxiety, der ist ein Narzisst, die ist ein Narzisst. Nicht jeder ist ein Narzisst. Bist du ein Psychologe, dass du das diagnostizieren kannst? Bist du ein Psychiater, dass du Anxiety diagnostizieren kannst? Ja, sich ein bisschen unwohl fühlen ist nicht Anxiety, Leute, okay? Jedenfalls kann es aber für einige von euch hier sein, dass ihr mit so einer Art Person, also mit narzisstischen Zügen, zusammen wart. Und die sind ja ganz gut da drin, ihr neues Opfer, sag ich mal, in ihren Bann zu ziehen. Und das ist, glaube ich, auch Triangulation, ja, wenn man dann so ein bisschen der neuen Person das Gefühl gibt, sie ist das End or Be All und dann immer erzählt, meine Ex-Freundin war verrückt oder irgendwie so, ja, die haben ja immer ständig irgendwelche Erklärungen für das, was sie gemacht haben. Und es kann sehr gut sein, dass die neue Person denkt, oh mein Gott, ich habe halt den Fang gemacht, ja, bis die Person dann ihr wahres Ich zeigt oder eure Person oder eure alte Person, ihr wahres Ich zeigt, okay? Oh, da ist das Ass der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Da habe ich eben auch von gesprochen. Plus, das würde alles zusammen hier auch Sechs der Stäbe ergeben und Sechs der Stäbe ist Erfolg, ja? Neun der Kelche. Da ist die Herrscherin, Leute. Ich will buzzern, aber richtig Teenie-Style. Mein Sohn, ich weiß es nicht, ich will nicht in sein Zimmer gehen, aber ich glaube, er schläft noch. Deswegen spare ich mir den Buzzer jetzt, okay? Aber Neun der Kelche mit der Herrscherin, genau das. Und die Königin der Schwerter auf der Rückseite des Decks. Jemand hier wählt seine eigene Kraft, seine eigene Fülle, seinen eigenen Frieden über alles andere. Das ist Boss-Energy, das liebe ich. Einige von euch könnten Venus in Stier haben oder Venus in Waage. Wie ich eben gesagt habe, ja, wir haben hier den Ritter der Schwerter dahinter. Es kann sehr gut sein, dass ihr cool, calm und collected seid und ihr habt die Situation verlassen und da will jemand auf euch zukommen mit hier, wie ich eben gesagt habe, dieser Storm Warning, ja, mit Konflikt. Jemand möchte streiten, jemand möchte sagen, aber ich, ja, lasst euch nicht drauf ein, Leute. Fuck that shit, okay? Bleibt in eurer Power. Leute. Lasst die Leute selber rausfinden, okay? Bleibt ihr hier in eurem Frieden, zieht euer Ding durch, das braucht kein Mensch. Der Tod, Gerechtigkeit und das Ass der Münzen mit dem Ritter der Kelche auf der Rückseite des Decks. Leute, wie ich am Anfang, glaube ich, schon gesagt habe, wenn es nicht nur in meinem Kopf war, es kommt Größeres und Besseres. Ihr wisst das und deswegen seid ihr auch in eurer Power. Ja? Gerechtigkeit mit dem Ass der Münzen, ganz klare Geschichte. Hier bekommt jemand das, was er verdient. Und jemand hier verdient auf jeden Fall keinen Haufen Scheiße, der mit Gold überzogen ist. Okay? Und das wisst ihr. Ihr habt hier mehrere wie sagt man das auf Deutsch? Option Suitors auf Englisch. Ihr habt mehrere Leute, die Interesse haben oder Interesse haben könnten in der Zukunft, die vielleicht auch daran interessiert sind, mit euch Dinge ans Laufen zu bringen. Ja, passt aber auch immer auf, weil der Ritter der Kelche ist auch sind sehr flüchtige Gefühle. Ja, das ist jemand, der schon irgendwo Verliebtheitsgefühle hat, aber
jetzt nicht zwingend sagt, oh mein Gott, das ist die Liebe meines Lebens und die will ich auch bis ans Ende meiner Zeit neben mir im Bett liegen haben. Ja, also passt auf, das sind definitiv Gefühle, die intensiviert werden müssen, die nicht unbedingt standhaft sind, aber darum geht's auch nicht. Ja, wenn man jemanden kennenlernt, muss man nicht direkt von den Socken gehauen sein. Ich sage immer, wenn man jemanden kennenlernt und man ist direkt von den Socken gehauen mit, was weiß ich, Schmetterlinge im Bauch und heiß und kalt und zittrigen Händen, it's not what it's supposed to be. Ja, wenn du deine Person kennenlernst, hat das nichts mit zittrigen Händen zu tun und Aufregung, sondern du wirst Ruhe verspüren. Ja, jemand hat mal gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war irgendeine Therapeutin oder Psychologin oder so, sie hat gesagt, oder war das ein Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat jemand gesagt, wenn dein Körper so reagiert, dann ist es eigentlich nur dein Nervensystem, was ein Muster erkennt, was es in der Vergangenheit schon gab. Und ja, Leute, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Es gibt einen Grund, warum Menschen jetzt nicht mehr in eurem Leben sind, sondern in der Vergangenheit geblieben sind. Ja, und diese Gründe sind meistens nicht gut, sonst wärt ihr mit dieser Person. Also Leute, das ist hier klar wie Kloßbrühe. Ich lasse das Reading direkt hier. Ich hoffe, es hat euch Klarheit gebracht, beziehungsweise Motivation, diesen Weg weiterzugehen für diejenigen, die diesen Weg gerade gehen. I love it. Mwah, Chef's Kiss, ja. Und wie immer, Leute, liked, abonniert, teilt, kommentiert. In der Infobox findet ihr meine Website, meine Instagram-Accounts sowie den Link zum Conscious Club, falls ihr daran Interesse habt. Und ansonsten sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Bye, bye.